Nachdem wir vor einer Woche gehört haben, warum der 9. November der Schicksalstag der Deutschen ist, wollen wir heute in einige konkrete Beispiele aus der Geschichte einsteigen. Vor allem wollen wir uns mit einem Datum beschäftigen, welches in der Aufzählung in der Regel übersehen wird. Es ist der 9. November des Jahres 1914. Es war ein Tag, der tragisch für Deutschland, aber auch für die Anthroposophie war. Und damit begrüße ich dich wieder ganz herzlich zu dieser kleinen aktuellen Sonderreihe zum 9. November. Beim letzten Mal erfuhren wir, dass die mysteriöse Bedeutung des 9. Novembers auf ein bestimmtes gewaltiges Ereignis in der geistigen Welt zurückzuführen ist. Wir erinnern uns, dass es im 19. Jahrhundert wegen der Kulmination des Materialismus und der Industrialisierung im Jenseits zu einem fürchterlichen Kampf gekommen ist. Es war der Kampf des Erzengel Michaels mit dem Drachen, mit den ahrimanischen Mächten. Dieser schreckliche Kampf endete damit, dass es dem Erzengel Michael schließlich gelang, Ahriman aus dem Himmel auf die Erde zu stoßen. Der Tag, an dem dies geschah, war aber genau der 9. November 1879. Während der Zeit dieses Kampfes hatte der Erzengel Michael aber in der überirdischen Welt eine eigene Schule aufgebaut. In diese Schule wurden dann diejenigen Seelen zusammengeholt, die für ihr kommendes Leben eine spezielle Wappnung brauchten. Als die Michaelschule im Jahre 1879 dann ihren Abschluss fand, verließen diese Michaelschüler diese übersinnliche Schule. Zuvor hatten sie aber dem Erzengel ein Versprechen abgegeben. Sie würden in ihrem folgenden Leben dann ein Michaelstreiter werden wollen. Sie würden mit Haut und Haar gegen den Materialismus kämpfen und sich der Spiritualisierung der Welt verschreiben. Mit diesem warmen Versprechen im Herzen sind dann viele von ihnen dann recht schnell zur Erde heruntergekommen. So sehen wir, wie sich in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts viele bedeutende und speziell vorgeprägte Geister zu einem neuen Lebensweg angeschickt hatten. Schon in jungen Jahren hatten viele von ihnen dann versucht, die Welt im michaelischen Sinne umzukrempeln. Sie bewirkten eine Reformbewegung, die es zuvor in dieser Art noch nie gegeben hatte. Pünktlich mit dem Ende des Kali Yuga, des finsteren Zeitalters, kam diese Bewegung ins Rollen. In der offiziellen Geschichtsschreibung finden wir das Zeitalter der Reformbewegung von 1900 bis 1933. Aus ihr entstand dann beispielsweise die Reformpädagogik, die Reformjugend, die Kulturoasenbewegung mit den Lebensgemeinschaften, aber auch die Wandervogelbewegung. Aufschlussreich ist auch, dass Rudolf Steiner einmal verriet, dass er aus karmischer Sicht seine Anthroposophie nicht nur aus der Theosophie, sondern auch aus der Wandervogelbewegung heraus hätte begründen können. Eigenartig und wenig bekannt ist, dass Rudolf Steiner schon vor dem Ersten Weltkrieg gezielten Kontakt mit den führenden Vertretern der Wandervogelbewegung gesucht hatte. Die anthroposophische Bewegung bestand damals aus etwa 4000 Mitgliedern, die Wandervogelbewegung aber aus etwa 40.000 Mitgliedern. Recht unbekannt ist auch, dass Rudolf Steiner den Wunsch hatte, zusammen mit den Wandervögeln eine neue spirituelle Jugendbewegung aufzubauen. Jetzt will ich aber von dem vielleicht ersten gewaltigen Schicksalsschlag der ahrimanischen Gegenmächte zu sprechen kommen. Denn als im August 1914 der Erste Weltkrieg entbrannte, wurden auch die Wandervögel scharenweise eingezogen. Sie kamen dann als unausgebildete, leicht geschützte Artillerie an die Westfront nach Flandern. Bei dem berühmt-berüchtigten Wettlauf zum Atlantik wurden sie dann aber von der riesigen Armee der Alliierten noch gestoppt. Am 9. und 10. November 1914 kam es dann zu einer Schlacht, die später in die Geschichte einging. Bitte denkt noch einmal daran, dass wahrscheinlich viele von den Wandervögeln noch unbewusst die Bilder des Kampfes
gegen die aremanischen Mächte in ihrer Seele trugen. Sie fühlten sich also in einer gewissen Weise als kampferprobt. Dann kam es nun tatsächlich zu dieser berühmt gewordenen Schlacht, der Schlacht bei Langemark. Wie wir aus den späteren Beschreibungen erfahren, muss es so gewesen sein, dass die Wandervögel in auffallend heldenhafter Art und todesmutig gekämpft hatten. Trotz allem war es eine ungleiche Schlacht, sodass dann an diesem Tag 2000 junge Männer und Wandervögel auf dem Schlachtfeld liegen geblieben sind. Bezeichnenderweise ranken sich schon bald alle möglichen Mythen um diese Schlacht. So gab es daraufhin Langemark-Denkmäler, Langemark-Theaterstücke, preisgekrönte Bestsellerbücher wie Im Westen nichts Neues, Stahlgewittern oder Wanderer zwischen den Welten und schließlich auch die Langemark-Spende, ein Langemark-Studium und die Langemark-Feiern, die seit November 1928 an allen deutschen Hochschulen wichtige Reichsfeiern wurden. 1936 wurde mit den Olympischen Spielen auch die riesige Langemarkhalle direkt unter dem Führerturm erbaut. Etwas gruselig ist aber auch, dass Adolf Hitler selbst seinen ersten Einsatz als Gefreiter genau an dieser Front hatte. In Mein Kampf schildert Adolf Hitler seine Feuertaufe des Krieges. Er mystifiziert selbst, mit welcher Todesverachtung die unerfahrenen jungen Soldaten in Flandern über die Rübenfelder gestürmt seien. Und dabei hätten sie während dieser Schlacht noch gesungen. Jetzt Hitler wörtlich. Doch es gibt auch vom bedeutenden Gegenspieler Adolf Hitlers bemerkenswerte Aussagen über diese Schlachten. Als Rudolf Steiner einmal gefragt wurde, warum die Dreigliederungsbewegung gescheitert sei, hatte Rudolf Steiner sinngemäß geantwortet, sie sei gescheitert, da die hoffnungsvolle Jugend, die schon im Vorgeburtlichen die Dreigliederung in sich aufgenommen hatte, auf den Schlachtfeldern von Flandern gefallen ist. Vielleicht ist dies dann auch der Hintergrund dafür, dass die Schlacht von Langemark so rätselhaft war und so unerklärlich zu einem Heldenmythos hochstilisiert wurde. Möglicherweise hatte die Volksseele unbewusst gespürt, dass mit den Schlachten bei Langemark viel mehr als nur eine Schlacht verloren wurde. Wahrscheinlich kennt ihr auch noch Wandervogellieder wie Flandern in Not, in Flandern reitet der Tod. Dort wird beispielsweise gesungen, der Tod reitet auf einem lichten Schimmel, so schön wie ein Cherubim im Himmel. Der Tod reitet auf einem lichten Schimmel, schön wie ein Cherubim vom Himmel. Wer das Lied kennt, kann spüren, dass damit der Mythos der vier apokalyptischen Reiter mitschwingt. Wer sich mit dieser Thematik etwas beschäftigt, wird bemerken können, dass mit den Schlachten in Flandern die große apokalyptische Tragik des 9. November überhaupt mitschwingt. Es können die Gleichklänge, die Resonanzen herausgehört werden, die mit den Erlebnissen vom 9. November 1879 zusammenhängen. Es kann einem eine Gänsehaut einjagen, wenn man ahnt, dass die Jugend, die heldenhaften Wandervögel, dann am 9. November 1914 tief in ihrem Unterbewusstsein dann vielleicht das Echo des 9. November 1879 in sich spürten. Mit diesem michaelischen Heldenmut sind sie dann gegen die feindlichen Stellungen gerannt und mit wehenden Fahnen und Wandervögelliedern auf den Lippen, um sich dann im Kugelhagel einem höheren Ideal zu opfern. Freilich für einen Krieg, den sie damals nicht durchschauten und später auch bereuten. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass der 9. November 1914, der Mythos von Langemark, die erste große Täuschung der Geister der Finsternis war. Jetzt will ich aber noch eine Geschichte erzählen, die wie ein Märchen klingt, aber dennoch wahr ist.
Wir befinden uns noch immer an der Front, in der Nähe von Langemark. Der Krieg an der Westfront wurde zu einem unerbitterlichen Stellungskrieg. Hier die deutschen Soldaten und dort die britischen, französischen und belgischen Soldaten. Als es schließlich gegen Weihnachten ging, wurde es immer unheimlicher zu kämpfen. Es wurde kälter und der Schnee fiel und überzog alles mit einem weißen Kleid. Am 23. Dezember beim Sonnenuntergang lagen die deutschen Soldaten frierend in ihren Schützengräben. Es waren auch etliche tapfere Wandervögel unter ihnen. Plötzlich fing einer von ihnen an, das Weihnachtslied »Stille Nacht« zu singen. Nach und nach schlossen sich ihm viele Kameraden an, sodass es ein richtiger Chor wurde. Irgendwann wurde so laut gesungen, dass man dieses Lied auch in den feindlichen Schützengräben hören konnte. Und siehe da, plötzlich fingen auch die gegnerischen Soldaten in den Schützengräben an, ein Weihnachtslied auf Englisch zu singen. Auf der deutschen Seite wagten einige mutige Soldaten dann, auf den Rand ihres Schützengrabens kleine Weihnachtsbäumchen mit brennenden Kerzen aufzustellen. Und dann geschah das Wunder, als nämlich tatsächlich einer, dann mehrere deutsche Soldaten mit erhobenen Händen aus den Schützengräben emporstiegen. Langsam gingen sie, während sie dabei noch Weihnachtslieder sangen, über das Niemandsland in Richtung auf die feindlichen Schützengräben zu. Und von dort kam ihnen dann zögerlich der britische General und Offiziere entgegen. In der Mitte des Niemandslandes traf man sich dann. Wie in einem Traum reichten sie sich dann die Hände. Soldaten, die sich noch Stunden und Tage zuvor unbarmherzig abgeschlachtet hatten, sprachen jetzt miteinander und trafen eine Vereinbarung. Man will für die Weihnachtszeit einen Weihnachtsfrieden untereinander beschließen. Und schon am nächsten Tag, dem Heiligabend, trafen sich die feindlichen Armeen im Niemandsland und freuten sich gemeinsam über den Weihnachtsfrieden und die Waffenruhe. Man sang schließlich sogar gemeinsam Lieder, aß zusammen und feierte zusammen sogar einen Weihnachtsgottesdienst. Es gab angeblich auch unter den feindlichen Soldaten einzelne Verbrüderungen und Versprechen, künftig nicht mehr aufeinander zu schießen. Als man davon erfuhr, sprach es sich wie ein Lauffeuer herum und in der ganzen Gegend wurde ein Weihnachtsfrieden beschlossen. Am Ende waren es immerhin an die 100.000 Soldaten, die den Weihnachtsfrieden eingehalten hatten. Dieser Weihnachtsfrieden war wirklich wie ein Wunder, das auf den Schlachtfeldern von Langemark und Flandern gewirkt hatte. Vielleicht hatten die am 9. November und danach gefallenen Soldaten und Wandervögel von der anderen Seite aus dabei auch mitgeholfen. Ich habe unter dem Video einen Link zu einem kurzen Film darüber angehängt. Doch an diesem Tag, am 24. Dezember 1914, fand noch ein anderes, denkwürdiges Ereignis statt. Du wirst dich darüber wahrscheinlich sehr wundern. An diesem Tag wurde nämlich Hochzeit gefeiert. Und das dazu noch in Dornach. Ja, tatsächlich. Rudolf und Marie Steiner gaben sich zu Heiligabend des Jahres 1914 das Jawort. Selbst wenn die beiden Ereignisse äußerlich nicht zusammenhängen, ist dieser Zufall schon sehr berührend. Wir können jetzt natürlich nur hoffen, dass es zu Weihnachten diesen Jahres auch zu einem Frieden in der Ukraine und in Israel kommen wird. Ein weiterer Schicksalsschlag für das deutsche Volk war dann der 9. November 1918. An diesem Tag wurde der Weltkrieg beendet und der Reichskanzler Prinz Max von Baden rief das Ende der Monarchie aus. Er hatte, was von wenigen gewusst wird, in mehreren Gesprächen mit Rudolf Steiner das Konzept der Dreigliederung verinnerlicht und hatte wohl die Absicht, dies in Deutschland einzuführen. Er ist dann allerdings unter dem Druck der Generäle und der reaktionären Kräfte eingebrochen.
Leider hatte er anscheinend nicht den michaelischen Mut und stand in diesem entscheidenden Kampf aufrecht. Der nächste Streich der nationalistisch-arimanischen Mächte erfolgte dann am 9. November 1923. Dies war der Tag des Hitlerputsches in München. Rudolf Steiner gab daraufhin gegenüber seinen Mitstreitern bekannt, dass, wenn diese Herren an die Macht kämen, er keinen Fuß mehr auf deutschem Boden wird setzen können und eine riesige Katastrophe zu erwarten sei. Adolf Hitler wurde zwar wegen des Putsches gefangen genommen und zu 5 Jahren Haft verurteilt, doch er wurde schon bald wieder aus seiner Haft entlassen. Und zwar am 27. Februar 1925, dem letzten Geburtstag von Rudolf Steiner. In dieser erschütternden Kette der Schicksalsschläge am 9. November will ich noch den 9. November 1938 erwähnen. Diese Nacht war das Fanal für den größten Völkermord, den die Geschichte je gesehen hat, den Pogrom an die Juden. Und natürlich gibt es noch ein herausragendes Datum in der deutschen Geschichte. Das ist der Mauerfall, der Tag, der die deutsche Einheit herbeigeführt hatte, der 9. November 1989. Wenn wir also die großen Ereignisse für das deutsche Volk vor dem geistigen Auge Revue passieren lassen, erkennen wir eine Handschrift. Es ist die Handschrift des Zeitgeistes Michael. Man kann sie erkennen an dem Kampf des Zeitgeistes gegen die Geister der Finsternis. Es sind die Geister, die bis heute mächtig daran arbeiten, überall unter den Menschen Hass zu säen, die Spaltungen verursachen wollen, die Nationalismus und Materialismus in die Herzen der Menschen einpflanzen wollen. Und da der Zeitgeist Michael, der Archei Michael, eine besondere Beziehung zum deutschen Volksgeist hat, wird verständlich, dass der 9. November 1879 der Sieg der Geister der Finsternis vor allem im deutschen Volk seine Spuren gezeigt hat. Der 9. November hat eigentlich auch einen höheren religiösen Wert, denn er wäre eigentlich sogar ein eigener Feiertag. Johanna Gräfin von Kaiserling hatte Rudolf Steiner einmal gefragt, ob es im Jahr in Wirklichkeit nicht 6 Feiertage gäbe. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Johanni, dann neu auch Michaeli und das Ende der Michaelszeit, der 9. November. Rudolf Steiner hatte dies als weiteres Zukunftsfest dann auch grundsätzlich bestätigt. Den 9. November zu einem nationalen Feiertag emporzuheben, wurde auch immer wieder einmal diskutiert. Zumal der 9. November 1989 der eigentliche Tag der deutschen Einheit ist. Da aber auch die Reichspogromnacht und andere Tage der Nationalsozialisten mit diesem Datum verbunden sind, nahm man davon wieder Abstand. Stattdessen wurde dann der 3. Oktober zum nationalen Tag der deutschen Einheit auserkoren. Auch hierin kann ein aufmerksamer Beobachter erkennen, wie sehr die Kraft der Täuschung durch die Geister der Finsternis auch und gerade heute weiter wirken. Abschließend möchte ich heute aber nicht ohne dich nicht noch einmal ganz, ganz herzlich einzuladen. Es wäre wirklich sehr hilfreich, wenn du und möglichst viele Freunde bei der Gedenkreihe zu Ehren von Rudolf Steiner mitmachen würdest. Sei dabei, wenn wir konkret am 9. November um 20 Uhr einen speziellen Film über den wundersamen Tod von Rudolf Steiner zeigen und dann um 21 Uhr dann noch ein Totengedenken anschließen wollen. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal und wünsche bis dahin michaelischen Mut für unsere Herausforderungen im Kleinen und im Großen. Musik.